50% aller Falschfahrten enden schon nach 2 Kilometern. Bei 100 Kilometer pro Stunde sind das gerade mal 72 Sekunden. Kommt es aber zum Crash, sind die Folgen oft verheerend. 6% aller Unfälle durch Falschfahrten enden für die Beteiligten tödlich. Doch wer sind die FalschfahrerInnen? Wir sehen in unserer Studie, dass fast jeder zweite Falschfahrer das absichtlich in irgendeiner Weise gemacht hat und davon die überwiegende Zahl tatsächlich mit Wenden im fließenden Verkehr. Und das kann man sich ja fast gar nicht vorstellen, aber das ist so. Zur zweiten großen Gruppe zählen SeniorInnen, die Hinweisschilder oder Fahrstreifen falsch interpretieren. Deshalb heißt der wichtigste Tipp für AutofahrerInnen, ganz rechts fahren, mit der Geschwindigkeit runter und nicht überholen, wenn ein Fahrzeug auf der falschen Spur entgegenkommt.